Ja. Aber wenn du schon sagst, du fährst nicht nach Bremen, dann ist das ein gutes Zeichen, dann können wir ja bald weiterfahren. Habe ich alle eingesackt? Ja, es ging schnell. Mir standen ja auch nur drei oder vier. Bei mir auch. Halten wir fest, keiner will von Potsdam nach Berlin. 17:27 Uhr. Schon mal Fahrt starten und eine Minute vorstellen. Genau, mache ich jetzt auch. Ui, so langsam wird es echt gut dunkel. Boah. Gesundheit. Hilfe. Ja, ich habe schon gemerkt, dass da gleich irgendwas kommt. Ich hatte schon seit einer Ewigkeit wieder dieses Kribbeln in der Nase. Das ist richtig fies. Das glaube ich. So, los geht's. Schnallt euch bitte während der gesamten Fahrt an. Ja, war auch klar, Arschloch. Was ist denn jetzt los? Ja, der biegt einfach ab und ich trifft mich. Ja, die können das halt. Oh, ne, ich muss gar nicht rechts abbiegen. Ups. Wie wär's, wenn ihr Trottel da vorne fahrt? Wir haben grün seit einer Stunde. Oh, Karlsruhe, KA. Ja, oder keine Ahnung, je nachdem. Ja, kann alles. Naja. Und KN ist dann kann nichts, ne? Ja. Ihr wollt euren Service ständig weiter verbessern? Ja, dann arbeitet mal an der KI bitte. Die ist nämlich strunzdoof. Die ist dümmer als 100 Meter Feldweg. Und 100 Meter Feldweg können brennen. Jetzt habe ich mein Navi ausgemacht. Das ist voll gut. Ja, komm, da fahren wir noch mit rüber. Ja, aber Potsdam ist bei mir echt ein bisschen laggy. Bei mir eigentlich nicht. Kann aber auch gut sein, dass der heute generell wieder irgendwelche Mucken macht. Ja. Wobei Omsi lief eigentlich ganz ordentlich. Okay. So, ich würde gern. Fahr doch! Und ich weiß, das klingt sehr widersprüchlich. Ach, das gibt doch gleich wieder rot für mich. Fahr du Vollassi! Mario kriegt schon wieder die Krise. Ich hab Fernbus-Simulator irgendwie permanent. Ich habe immer das Gefühl, meine Krisen beginnen erst mit dem Fernbus-Simulator. Ja, aber trotzdem macht das irgendwie Spaß. Schön, dass du dich daran erfreuen kannst. Ja, du dich doch anscheinend auch. Du machst ja immer wieder. Ja, das bringt meinen Puls in Wallung. Was ist das? Ach komm, ey. Mann. Ich finde den Schatten des Neoplan Skyliner immer noch fragwürdig. Ja gut, ich sehe ihn jetzt nicht mehr, bei mir ist dunkel. Ja. So. Hier ist 100 auf der Landstraße. Sehr gut. Wie, du bist schon raus. Ja. Arsch. Ja. Ja, sicher. In die Kurve Ich fahre war ich auch gerade mit erst an der 100 rein. Tankstelle vorbei. In diese Kurve fährt kein Busfahrer mit 100 rein. Wie bist du denn bitte so schnell aus Potsdam rausgekommen? Indem ich aufs Gaspedal. Schild! Ja, aber Auto! hattest du immer grün oder was? Fast. Weil ich Schild stehe erwischt hier. Auto. Fahr doch, Schild, er Mann. Schild, Schild, Schild erwischt Auto verschont. Hat dabei Glück gehabt jetzt.
Genau deswegen sagte ich, in diese Kurve fährt keiner mit 100. Ah, so, letzte Ampel in Potsdam. Ist es neblig, also an meinem Schreibtisch. Okay. Woran das wohl liegen mag. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Auch nicht. Ich muss übrigens gucken in der neuen Wohnung. Ich habe bei der Besichtigung keine Rauchmelder entdecken können. Ui, das ist schlecht. Finde ich nicht gut. Sollte das am Montag jetzt, wenn ich den Schlüssel kriege, der Fall sein, dass da keine Rauchmelder hängen, dann werde ich welche besorgen und werde die dem Vermieter in Rechnung stellen. Wie haben die das überhaupt hingekriegt, dass da keine Rauchmelder hängen? Die sind doch mittlerweile Pflicht. Ja, deswegen wundert es mich ein bisschen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nicht... Also was heißt mittlerweile? Die sind schon eine Weile Pflicht. Ja, es kann aber auch sein, dass ich sie einfach nicht gesehen habe. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass da einfach keine angebracht worden sind. Vielleicht hat der Vormieter auch den Vermieter nicht reingelassen oder sonst was. Kann jetzt auch sein, dass jetzt bei der Wohnungsabnahme Rauchmelder angebracht worden sind. Ich werde es ja sehen. Wie gesagt, sonst bringe ich welche an und stelle es in Rechnung. Halten die mitten auf der Auffahrt an, ey. Ich meine, die kosten jetzt nicht die Welt, ne? Also. Ja, das ist schon cool. Ja, da natürlich dementsprechend jetzt auch nicht das Teuerste vom Teuersten nehmen, sondern so den Standard, der in Wohnungen verbaut ist. Hä, wie bin ich denn jetzt? Das Navi hat doch so rum angezeigt, oder nicht? Ne, dann müsste ich jetzt da komplett außen... Ne. Ich fahr rückwärts. Mir egal. Jetzt ist eh schon alles zu spät. Ja, zack, bumm. Wogegen gefahren. Jetzt stellt sich da ein Auto hinter mich. Ach Mann, jetzt muss ich so weit außen rumfahren. Ey, was ist denn los heute? Aber ich bin mir fast sicher, dass das Navi das so angezeigt hat. Wir halten aber fest, du bist dir nur fast sicher. Mann, jetzt dauert das alles viel länger als ich... Ja, ich habe hier Autobahn zweispurig und überhole gerade rechts, weil die alle so langsam sind. Gib doch Gas, blöder Bus. Wir haben es eilig. Wow, kurzes Stück Autobahn, damit ich hier wieder abfahren kann. Ja, du bist wahrscheinlich schon in Berlin. Ich fahre jetzt gerade ab, ja. Ja, toll. Ich bin wieder Richtung Magdeburg unterwegs. Joa, alles klar. Es ist mir gerade sowas von egal, dass ich zu schnell fahre. Wobei, ich fahre nicht ab, ich fahre auf. Richtung Berlin. Wir fahren jetzt halt mal ein bisschen schneller, weil sonst kommen wir ja heute nicht mehr an. Ja. So, Alter, ja, zieh einfach rüber. Hätte ich das jetzt nicht gesehen, dann hätte es gekracht. Nick, ich bin in Berlin. So, ja, ich wende gerade. Wunderbar. Ich stehe auf der falschen Spur, zieh rüber auf die richtige, wird die Ampel. Jetzt muss ich gucken, wie ich fahren muss. Ah, ich fahre jetzt einmal... Ah, okay. Rasen Sie eigentlich immer so? Ja, ich rase immer so, wenn ich mich verfahren habe. Ich meine, ich kann auch ganz entspannt fahren und eine Stunde zu spät sein, aber ich glaube, dann ist es auch wieder nicht recht. Nach Berlin ist aber nicht weit. Ja, aber schon, wenn man erstmal Richtung Magdeburg ein Stück fährt. Tim, warum bin ich jetzt müde? Sauerstoffmangel. Das ist Karma dafür, dass du schon angekommen bist. Ach so, ja gut, verstehe ich natürlich. Kann ich nachvollziehen. Ne, ich muss direkt wieder abfahren. Ich bin jetzt gerade am Wenden im Autobahnkreuz. Okay. Da geht das ja ganz gut. Ja, eigentlich ja. So, bisschen zügig hier hoch. Scheiße!
Da war der Blitzer. Haha. Ja, ich habe noch runtergebremst, aber er hat mich mit 56 erwischt. So, gleich beschwert sich wieder irgendwer, dass ich so rase, weil irgendwer wieder auf dem Tacho klebt mit seinen blöden Augen. Das ist halt auch so eine Sache. In der Realität wird niemand das Maul aufreißen, wenn er mal 10 km/h schneller fährt. Ja, so, hier gehen sogar Schranken auf am Busbahnhof in Berlin. Ja. Das finde ich ja mal Premium. Oh, hier ist aber auch gut was los, oh, in Berlin, du. Da stehen ja überall Busse. Das passiert. Da stehen überall Flixbusse. Ja, in Berlin ist immer recht gut gefüllt eigentlich. Überpünktlich. Ja, das kann ich bei mir, glaube ich, ja, das kann ich definitiv vergessen. Ich müsste in 11 Minuten da sein und bin noch mitten auf der Autobahn. Ich komme jetzt gleich erst dahin, wo du vorhin auf der Autobahn gefahren bist. Euer Ernst, ich steige aus dem Bus aus und genau in dem Moment, wo ich aussteige, fängt es an zu regnen. Das könnt ihr nicht so meinen. So, nehmt mal eure Koffer raus. Das ist jetzt ärgerlich, dass ich mich jetzt noch verfahren habe. Einmal Routine durch den Bus laufen, dass hier auch nur ja keiner mehr sitzt, ne? Ja, du kannst hier Zeit lassen, ich brauch noch. Naja. Ja. Gucken, dass auch keiner hier Dreck hinterlassen hat oder so. Alter, wollt ihr mich alle verarschen? Jetzt ziehen die ja alle rüber, wenn ich da fahre. Ist mal gut jetzt. So, wir können zumachen. Ich werde jetzt, werd das jetzt so machen, um ein bisschen Zeit zu schinden, weil der Nick ja noch aussteigt, noch ankommen muss. Ich fahre jetzt den Bus irgendwo da vorne hin und stelle den an den Rand. Was bremst du denn? Mann, jetzt fahren wir mit 40. Noch nie jemanden gesehen, der sich so einkackt wegen der Abfahrt. Ja, ne? Wenn du links hinfährst, fahre ich rechts hin, damit ich an dir vorbeikomme. So, hier kann man doch schön stehen bleiben, oder? Ja, können wir. Ach du Scheiße, jetzt ist ja auch noch die ganze Straße dicht, oder was? Bin angekommen. Ah ne, jetzt geht's wieder. So, Zielanzeige können wir auch abschalten. Bleifuß. Ja, Bleifuß am Arsch. Wir haben es eilig, wir sind zu spät. Echt? Oh, warum wird denn jetzt wieder nur die Ampel grün? Ach komm, ey, jetzt bin ich ungeduldig. Jetzt will ich einfach nur noch ankommen. Das ist so unnötig, dass man nicht auf beiden Spuren geradeaus fahren kann, wenn es zweispurig weitergeht. Wohl wahr, ja. Oh, es hat aufgehört zu regnen, das finde ich aber nett. So, wir lassen die Türen mal offen, damit ein bisschen Luft in den Bus kommt. Warum ist meine ganze linke Busseite eigentlich komplett weiß? Wo kommt die ganze Beleuchtung her? Bisschen Lack abgefahren. Was ich noch toll gefunden hätte, so beim Neoplan, wenn man auch die Motorhaube hätte aufmachen können. Ich weiß nicht. Und wieso habe ich noch Koffer im Bus? Geschenk. Wahrscheinlich meine eigenen, wa? Kann auch sein.
So, mal in die Gepäcktür reingehen, gucken, dass hier rumliegt. Man kann aber auch nicht komplett in den Gepäckraum reingehen. Ich kann mich nicht bücken. Ja, das stimmt wohl. Weil also lustigerweise nicht. Springen kann ich, aber bücken kann ich mich nicht. Ey, das ist so... Beleuchtungstechnisch ist das hier gerade echt saukomisch am ZOB. So, die Sonne scheint und mein Bus trocknet. Und der Nick ist jetzt da. Das heißt, wir stellen uns auch wieder an den Busbahnhof in die Parkposition. Genau. Könnte ja von Berlin dann irgendwann mal weitergehen. Jetzt geht's hier im Hintergrund gerade voll ab. Läuft. So. Alles klar. Nee, nicht fortsetzen, Hauptmenü. Ich stelle mich jetzt wieder in die Parkposition, ne? Mach das. So, ausloggen. Wow. Ich habe 764 EP bekommen. Mein Service war top. Die Verkehrsregeln, naja. 7 Unfälle. Fahrverhalten, einmal Lenkfehlverhalten, der Rest war okay. Aber ich habe auf der Straße gefahren, 98,2% und Geschwindigkeitslimits eingehalten, habe ich 96%. Das ist okay. Fortsetzen. Aber bevor wir auf Fortsetzen klicken, würde ich sagen, wir sagen hier Tschüss, ne, Nick? Ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über eure Wünsche. Jetzt kann ich eure Wünsche nämlich bei mir auch endlich umsetzen. Ich habe jetzt Nicks Wunsch mit umgesetzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.